Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Im letzten Part haben wir ja eine sehr, sehr heiße Konfrontation mit Hank gehabt. Und ja, das wollen wir natürlich... Also Hank hat uns ja mit der Waffe bedroht mit Connor, weil wir ja so interessiert nachgefragt haben über sein Leben und über seine Person. Und das fand Hank nicht so super. Jetzt sind wir hier wieder im Garten. Untersuchen das mal. Nicht so gut. Und da ist die Frau. Gehen wir aber nochmal hin. Ich vergesse immer ihren Namen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich sag's mal, das ist ja unsere Beraterin. Mit ihr war ja ihre, sagen wir jetzt, einen abgeschlossenen Fall oder ein Fall, der fehlgeschlagen ist. Berichten wir. Ich muss immer noch sagen, ich finde diesen Garten einfach wunderschön. Hallo, Connor. Ich dachte, eine Bootsfahrt würde dir gefallen. Oder hätte ich nichts gegen? Gehen wir mal. Amanda heißt sie, stimmt. Immer weiter. Ich liebe diesen Ort. Alles ist so ruhig und friedlich. Weit entfernt vom Lärm der Welt. Sag mir, was hast du rausgefunden? Ich fand zwei Abweichler im Eden Club. Ich hoffte, etwas zu erfahren, aber ich musste sie zerstören. Erinnert euch vielleicht, Du wirkst verloren, Connor. Verloren und beunruhigt. Beunruhigt? Beunruhigt? Nein. Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich beunruhigt sein? Wenn deine Untersuchung nicht bald Fortschritte macht, muss ich dich vielleicht ersetzen, Connor. Ich werde erfolgreich sein. Doch das geht nur, wenn ich die Zeit habe. Etwas ist im Gange. Etwas Ernstes. Beeil dich, Connor. Die Zeit läuft uns weg. Ja, wir werden auf jeden Fall versuchen. Du gehst mir auf den Sack mit deiner Münze, Kana. Tut mir leid, Lieutenant. 59 verstanden. Ah, stimmt ja. Scheiße, was ist denn hier los? Es gab eine Party und keiner hat's mir gesagt? Ja, es ist überall in den Nachrichten, also stecken alle ihre Nase rein. Sogar das FBI möchte mitmischen. Ach scheiße, jetzt sitzen uns die Feds im Nacken. Ich wusste doch, dass der Tag beschissen wird. Also, was haben wir? Eine Gruppe von 4 Androiden. Sie kannten das Gebäude und waren sehr gut organisiert. Ich versuche immer noch herauszufinden, wieso man sie nicht früher bemerkt hat. Ist das Dach überprüft? Noch nicht. Hier ist so viel zu tun. Wir dürfen das nicht vergessen. Sie griffen auf dem Flur 2 Wachen an. Sie dachten wohl, die Androiden kommen für eine Reparatur. Sie konnten nicht schnell genug reagieren. Entschuldigung, wenn ich gerade so still bin, aber ich finde das gerade extrem interessant. Das Ganze. Einer der Mitarbeiter.
in den Rücken geschossen, als er fliehen wollte. Eine Kugel direkt durchs Herz aus 15 Metern. Tja, so zielsicher können nur Androiden sein. Wie viele Leute arbeiten hier? Nur 2 Angestellte und 3 Androiden. Die Abweichler nahmen die Menschen als Geiseln und sendeten die Botschaft live. Ja, interessant. Das Dach. Untersuche den Angriff, hör das Briefing an. Überprüfe das Dach. Wenn du dir die Videobotschaft der Abweichler ansehen willst, sie läuft auf dem Screen da drüben. Ja, wir können uns das angucken. Hier? Nee. Dachte. So, was müssen wir nochmal machen? Hör das Briefing. Überprüfe die Kameraaufzeichnung. Aber wir untersuchen erstmal hier die Leiche. Evan Tommins, geschätzter Todeszeitpunkt 13.55 Uhr. Ja, da wissen wir. Ja, da wissen wir ja, was da passiert ist. Wir waren ja dafür der Auslöser für die ganze Sache. Oh, Lieutenant, das ist Special Agent Perkins vom FBI. Lieutenant Anderson leitet diese Untersuchung für die Polizei von Detroit. Was soll das? Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Androiden gegen Androiden. Es sollte wirklich ein Android hier sein. Nach dem, was passiert ist. Wie auch immer. Das FBI übernimmt die Untersuchung. Es ist bald nicht mehr Ihr Fall. War mir eine Freude. Schönen Tag noch. Pass auf, wo du hinläufst. Versau mir nicht den Tatort. Was für ein mieses Arschloch. Ich bin in der Nähe. Falls du irgendwas brauchst, frag einfach. Na gut, dann sehen wir uns mal um. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Okay, Lieutenant. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Glaubst du, das ist RA9? Abweichler sagen, RA9 wird sie befreien. Dieser Android scheint das vorzuhaben. Wir wissen es ja. Dass da die Gruppe Jericho dahinter steht. Das wissen wir ja für alle, die auch den letzten Part geguckt haben. RK2. Hast du es gesehen? Ich kenne das Modell und die Seriennummer. Sollte ich noch was wissen? Nein. Nichts. Suchen wir mal das hier, die Cap. Kappe, gestohlene Wartungsuniform, Täter waren getarnt. Ja. Roof Access. Dann untersuchen wir das hier. Da wurde ja die Rede gefilmt von Markus. Gehen wir mal hier rein. Nenne dein Modell. Modell JB300. Seriennummer 336-445-581. Was ist deine Funktion? Ich bin Senderassistent.
Hat kürzlich jemand auf deinen Speicher zugegriffen? Nicht soweit ich weiß. Mach eine Diagnose. Alle Systeme voll funktionsfähig. Hattest du in letzter Zeit Kontakt zu anderen Androiden? Nur mit Androiden des Senders im Rahmen meiner Arbeit. No. Warst du anwesend, als die Abweichler eindrangen? Ich weiß es nicht mehr. Ja, interessant. Also er weiß es nicht. Nicht mehr, sagt er. Ja, da können wir es nur mal lesen. Blaues Blut, wie Cyberlife eine technologische Revolution erschuf. So, Weltraumtourismus ist der Mars ihr nächstes Reiseziel? Na, gucken wir da mal. Nach Jahrzehnten mit primitiven, roboterhaften und teuren Androiden-Designs revolutionierte Cyberlife die Industrie durch eine Innovation ihres CEOs und Visionäres Elijah Kemsky. Therium 310, der chemische Name des charakteristischen blauen Blutes, ist eine für die Funktion sämtlicher Cyberlife-Androiden lebenswichtige Verbindung, die Energie und elektrische Informationen durch den Kreislauf der Maschinen transportiert. Die Flüssigkeit versorgt Biokomponenten, synthetische Organe, die grob den Organsystemen des Menschen entsprechen. Manche dieser Organe haben wichtige Funktionen wie Temperatur und Blutzirkulation, während andere verwendet werden, um die Androiden menschlicher wirken zu lassen, zum Beispiel Lungen zur Simulation der Atmung. Wie bei Menschen beeinträchtigt ein Blutverlust die Funktion der Androiden und endet schließlich in der Abschaltung. Blaues Blut ist essentiell für Cyberlifes Hauptverkaufsargument der menschlichen Wirkung der Androiden, dass die Wunderchemikalie, Energielieferant und Regelung der internen Systeme des Androiden von einem Mann entwickelt wurde, der nicht einmal gelernter Chemiker ist, trägt zum Mythos um Elijah bei. Ja, interessant auf jeden Fall. Ja. Aber irgendwie kann ich nicht. Ja, interessant auf jeden Fall, was es da zu lesen gab. Jo, dann werden wir auch mal eiskalt von Hank weggeschoben, ne? Aber wo kann man sich denn nochmal die Kameraaufzeichnung angucken? Die Abweichler sind nicht eingebrochen. Es war kein Einbruch? Nein, kein Zeichen eines Einbruchs. Es sind Kameras auf dem Flur. Das Personal muss gesehen haben, was los ist. Warum haben sie aufgemacht? Vielleicht haben sie einfach nicht geguckt. Ja, das kann durchaus sein. Frage die Androiden erneut. Ja, machen wir. Ja, das kann ja natürlich sein, dass sie jetzt einfach so sich gedacht haben, ja, hier, komm, das ist wahrscheinlich normal, das sind normale Mitarbeiter. Dann machen wir einfach mal auf. Aber das kommt natürlich schon komisch rüber. Einer von euch sah den Überfall über die Kameras und sagte nichts. Was bedeutet, dass ein Abweichler hier ist? Und ich werde herausfinden, wer es ist.
Wenn du dich ergibst, kann ich deine Zerstörung durch die Menschen vielleicht noch verhindern. Ich glaube, er ist es. Warum sollte man euch alle zerstören, wenn nur einer der Abweichler ist? Gib dich zu erkennen, oder zwei unschuldige Androiden werden deinetwegen abgeschaltet. Man wird dich abschalten, verstanden? Wir lesen deinen Speicher aus und werden dich auseinandernehmen, Stück für Stück, zur Analyse. Man wird dich zerstören! Verstehst du? Zerstören! Keiner will wirklich sagen, wer hier der Abweichler ist. Foltern, Speicher prüfen. Scheiße. Nicht zu spät sein. Komm, schnell, noch 45 Sekunden. Ich habe keine Lust, dass Connor nochmal stirbt. Komm, nicht mehr lange. Nicht mehr lange, komm. Wir haben es doch noch geschafft. Aber jetzt müssen wir den Abweichler. Er ist ein Abweichler, aufhalten! Wir hatten keine andere Wahl. Ein richtig guter Schuss, Kran. Ich wollte ihn lebend. Du hast damit Leben gerettet. Du hast mein Leben gerettet. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Staatsfeind. Übertragungsraum, aber überprüft. Ja gut, wir haben jetzt leider nicht das den Dach überprüft anscheinend. Aber trotzdem war cool. War auf jeden Fall cool. Also ich wollte jetzt diesmal wirklich nicht, dass Connor diesmal wirklich drauf geht, weil nochmal, dass Connor stirbt oder so hat, hätte ich jetzt keine Lust. Ja, ich habe jetzt jede Menge verpasst, aber wir haben das Wichtigste auf jeden Fall rausgefunden. Wir hatten einen Abweichler, was ja ein bisschen abzusehen war, weil das war ja kein Wunder, warum auf einmal, ne, Jericho, so Marcus, Noah, Jody, meine ich, und Simon und Josh auf einmal so, ich sag's jetzt mal, einfach so reinkommen konnten, ohne bemerkt zu werden. Aber naja, ja, das war auf jeden Fall eine coole Geschichte. Ich bin, wie gesagt, und Hank auch.
Er wird immer mehr begeisterter über Connor. Mal gucken, wie es da weitergeht. November 2038, 17 Uhr 17, 10. Hilfe, untersuche den Hinterhof. Ja, Hinterhof. Ja, wir sind jetzt hier mit Alice. Wir wissen ja, wir sind ja oder waren ja in den Freizeitpark. Da hat ja Alice wieder gelacht. Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie! Okay. Bitte, ich muss Sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drinnen. Können wir ihnen vertrauen? Wir haben keine Wahl. Ich weiß nicht, nach Zlatko. Ich weiß nicht, ich hab immer so. Ich hab da hab so ein komisches Gefühl, aber komm, wir vertrauen ihm mal, weil. Ich weiß nicht. Wie ist dein Name? Alice. Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen, ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Adam guckt aber so, guckt so ein bisschen skeptisch. Okay. Okay, Adam wusste nicht genau, was er jetzt machen möchte. Aber gut. Da ist das Gästezimmer. Ganz nett haben sie es hier. Muss man ja sagen. Sieht schön aus. Also könnte schlechter sein. Um ehrlich zu sein. Geht es gut, Kyra? Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Warum hassen die Menschen uns? Wir haben ihnen nichts getan. Menschen sind kompliziert. Manchmal ist es schwer, sie zu verstehen. Warum reden Sie nicht einfach mit uns? Dann sehen Sie, dass wir nicht böse sind.
Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose' weltberühmte Spaghetti. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Die wasche und trockne ich. Du musst etwas essen. Du hattest nicht, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Ich bin unten, wenn du etwas brauchst. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ich bleib bei ihr. Mach das, Luther. Also, Luther finde ich auch ganz cool. Aber komm, jetzt müssen wir ja auch mal mit Rose reden. Also sie macht auf jeden Fall einen netten Eindruck, aber wie gesagt, seit Slutko weiß ich nicht, ob man sie wirklich vertrauen, also ob man sie auch wirklich so gleich hardcore vertrauen soll. Wie war noch dein Name? Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Ja, setzen wir uns mal hin. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Das ist eine lange Geschichte. Alles, was jetzt zählt, ist, dass wir weiterkommen und ein neues Leben beginnen. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Leben Sie hier allein mit Ihrem Sohn? Mein Mann ist vor 2 Jahren gestorben. Adam und ich, wir kommen irgendwie durch. Wir bauen Gemüse an und verkaufen es. Das bringt nicht viel ein, aber wir haben immer genug zu essen. Mal grad sagen, immerhin was. Besser als gar nichts. Warum helfen sie uns? Die meisten Menschen hassen Androiden. Man gab meinen Leuten oft das Gefühl, ihr Leben sei wertlos. Manche überlebten aber nur, weil sie Leute fanden, die ihnen unterwegs halfen. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie.
Jess. Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Schon okay. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Da denkt man natürlich jetzt schon mal nach. Ist es jetzt wirklich noch alles wert, diese Grenze? Also ist das jetzt wirklich noch wert, dass diese Grenze wirklich noch so zu erreichen? Oder sich einmal nur denkt, komm, einfach nur lassen, so dass das Ganze... Sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen. Das... Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre. Ich dulde solche Reden hier nicht. Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst. Das reicht jetzt, Adam. Es reicht jetzt. Ignoriere ihn. Manchmal dreht er einfach durch. Es ist hart, seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Mal hier um, bis Rose wieder da ist. Der dritte Weltkrieg. Bonuskultur, wieso Banker sich selbst so viel zahlen. Steht Präsident Wayne Cyberlife zu nah? Der dritte Weltkrieg, wer würde ihn gewinnen? Würden die Kämpfe in der Antarktis ausbrechen, wer würde gewinnen? Amerika hat den schlechteren Zugang zum Gebiet, ist aber umgeben von Verbündeten. Russlands Androiden besitzen eine technologische Vorteil. Sie können bei der Temperatur unter Null arbeiten. Die US Navy ist mit Trojanern und Myrmidon-Einheiten von Cyberlife ausgerüstet, die für den Kampf auf See optimiert sind. Während Russland stark in Eiskutter-Einheiten investiert, hat die Wege durch solides Eis bauen können. Beide Armeen scheinen gleich stark zu sein und Harry Gayton, Präsident des World Trades für Gebietsstreitigkeiten, beschreibt die Ansprüche beider Länder auf die Antarktis als gleichermaßen dürftig und gleichermaßen sinnisch. Ein Sprecher der UN kommentierte das Kopf-an-Kopf-Rennen um die Antarktis so: Die Tatsache, dass die Truppen so ausgewogen sind, ist ein Grund mehr, wieso ein Konflikt um jeden Preis vermieden werden muss. Bei einem Krieg gäbe es nur Verlierer. Verwöhnen Sie sich. Die AX-400 gibt es schon ab $899. Design von Cyberlife erbaut in Detroit. Jesus. Die Polizei.
Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen aufmachen. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Luther, nimm Alice und versteckt euch. Oben. Komm, Alice. Beweismittel? Hat sie mir gegeben? Und wir haben noch ein Beweisstück. Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Nee, nicht wirklich. Ist noch jemand im Haus? Nein, nein, nur wir. Ich glaube, dass... Ich hoffe jetzt nicht, dass das zum Nachteil wird. Haben Sie Androiden hier? Nein, hier sind keine Androiden. Danke. Auf jeden Fall spannend. Ich hoffe nicht. Es wäre sonst niemand im Haus. Ich vergaß. Meine Tochter ist oben. Ja. Gut. Wie heißt du, Junge? Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen. Thank you.
Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. No? Ist noch jemand im Haus? Der Wind. Das war ein Windstoß. Ich habe wohl ein Fenster offen gelassen. Entschuldigen Sie die Störung. Namt, Ma'am. Namt, Adam. Wir haben es doch noch geschafft. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Okay. Also heute Nacht brechen wir so gesehen auf. Und ja, wie gesagt, wir haben es geschafft. Die Polizei ist gegangen. Wir konnten sie Gott sei Dank ihn davon bewahren, dass hier noch mehr Androiden sind und dass wir ein Android sind. Gut, das mit Alice konnten wir noch gut kaschieren. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich auf jeden Fall. Wir haben mit Connor auf jeden Fall den Abweichler, der die ganze Überwachung gesehen hat, haben wir auf jeden Fall bekommen. Auch wenn es tödlich geendet ist, aber es blieb uns ja keine andere Möglichkeit. Und wir haben mit Alice erfolgreich, und Adam, muss man ja auch noch dazu sagen, erfolgreich die Polizei, ich sag's jetzt mal, verjagt. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich auch über ein, oder würden wir uns über ein Abo freuen. Und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, um keines unsere Projekte zu verpassen. Und dann sage ich erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal zu Let's Play Detroit Become Human.